Und auch heute wieder Beauty-Tipps von und mit Ralf Müller. Grüß dich, Ralf. Hallo. Hallo, Mike. Ralf, heute ist jemand ganz anderes dabei. Wer ist denn heute dabei? Hallo, ich bin die Eva. Hallo, Eva. Und worum wird es heute gehen, Ralf? Heute geht es um Make-up. Wie trage ich Make-up auf? Wie mache ich den Make-up haltbarer? Was ist die beste Technik dafür? Okay, dann sind wir gespannt, wie du das machst. Okay, ich zeige euch mal was. Also was im Gespräch oft ist, ist beim Make-up auftragen, mit den Händen auftragen. Dann haben wir den Beauty Blender, dann haben wir die Beauty Bürste und wir haben natürlich den Mumm Pinsel. So, das ist natürlich mein Favorit, ich erzähle euch aber auch warum. Also mit den Händen ist die schlechteste Lösung, ein Make-up aufzutragen, weil das Make-up nicht hält, für meine Begriffe. Das heißt also, du trägst Make-up auf, hast die Haut vorher gepflegt, hast du eingecremt, das Make-up hat Pflege. Dreimal Fett wird nichts, ne? Fett also von der Haut her, vom Make-up her, funktioniert für mich nicht. Wird also fleckig über den Tag. Dann haben wir den Beauty Blender. Der Beauty Blender finde ich ganz okay, aber der Nachteil ist, dass man viel länger arbeiten muss, um die Schicht ein bisschen dünner zu kriegen. Wenn man leichtes Tages-Make-up haben will, braucht man mehr Produkt, man muss länger arbeiten und ich denke, das Rad ist nicht neu erfunden worden, sondern wir machen das einfach ganz schnell und praktisch mit einem wunderbaren Pinsel. Das ist mein Make-up-Pinsel, den habe ich auch mit einer Firma entwickelt. Der hat hier einen kleinen Kopf, der ist handgebunden, der ist eingeklebt, das heißt an die Tage. Der ist hier richtig fest und das ist das Geheimnis von dem guten Make-up. Damit kannst du ein flüssiges Make-up auftragen, ein cremiges Make-up, also alles wie du willst und kannst sogar einen Puder nachher noch auftragen. Ich zeig das jetzt also eine Allzweckwaffe. Das ist eine Allzweckwaffe, also das ist wirklich ein toller Pinsel. Ich bin so froh, dass wir den gefunden haben. Ich nehme jetzt einfach mal ein cremiges Make-up, gehe jetzt einfach hier mal heute mit der Spitze hier rein. So, brauche also auch ganz wenig und jetzt guckt euch das mal an. Ich drehe das einfach hier in die Haut rein. Das ist das Besondere. Das heißt, ich drehe das hier rein, bin also auch relativ schnell fertig. Bin ich zu grob, Eva? Nein. Geht das noch? Okay. Weil Pinsel kann ja nicht jeder, ist ja klar. Und wir gucken einfach mal. Ihr seht, wie wenig ich hier brauche für das halbe Gesicht. So, ich finde, das ist hier richtig gut schon. Jetzt kommt das Tolle für euch, das ist das Wichtigste. Ich nehme mal ein Tuch, wenn du jetzt heute Abend ausgehst und vielleicht mal was weißes T-Shirt anziehst oder eine Bluse oder einen Schal bei dem Wetter, dann hat man das oft diese Kränze da dran. Das funktioniert nicht, ich wische hier einfach mal vorbei, also ich reibe nicht, ich wische einfach vorbei und guck mal, das geht fast nichts ab. Das spricht für gut gearbeitet und gutes Produkt. Genau, das ist also das Produkt und der Pinsel natürlich. Wie fühlst du dich mit Make-up? Ja, fühlt sich gut an und vor allem, wenn da nichts abgeht, perfekt. Genau. Das heißt, der Abend kann kommen. Ja, der Abend kann kommen. Das Make-up hält natürlich jetzt auch, weil es in die Haut eingearbeitet ist und nicht auf der Oberfläche drauf liegt. Das war mein Tipp für euch heute mit dem Make-up auftragen. Also setzt es um, holt euch einen Pinsel, macht euch die Mühe, tragt es auf. Es geht auch ganz schnell, ist ein bisschen Übung dazu, aber immer kreisende Bewegung. Eine kleine Spitze ist auch wichtig, dass man in diesen Bereich hier kommt. Und damit ist der Abend gerettet für euch. Genau. Und alle Informationen zum Pinsel gibt es natürlich auch bei dir über deine Homepage. Und ja, ich zeige nochmal. Das ist mein Pinsel. Bitteschön. Und nochmal Dankeschön für den tollen Tipp für heute. Gerne, sehr gerne.